Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von City Skylines. Wir sind in unserem kleinen Städtchen Neu-Günterstadt und befinden uns langsam, aber sicher auf einem guten Weg, reich zu werden. Ja, was haben wir als letztes gemacht? Dieser Kreisel hier sollte ein bisschen das Verkehrsaufkommen reduzieren. Das tut er auch noch. Aber ich habe die Befürchtung, wenn wir mehr Mitbürger bekommen, dann ist das auch ganz schnell wieder weg. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber naja, damit müssen wir leben. Grundsätzlich haben wir da oben schon neues Gebiet gebaut. Und ich glaube, dass wir dadurch einen ganz guten Stamm an Mitbürgern bekommen werden. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, ich habe gestern testweise mal Cities laufen lassen und ja, das, ich hatte sich ausgemacht und die sind immer gut gestiegen, die Mitarbeiter, so ein Quatsch, Mitbürger. Da brennt ein Haus, aber das wird schon gelöscht, das ist gut, dann brennt es nicht ab. Industrie haben wir im Moment noch ein bisschen, ja, Arbeitermangel. Warum haben wir Arbeitermangel? Weiß ich gar nicht. Weil die Nachfrage nicht so hoch ist wahrscheinlich. So, was habe ich denn? Achso, jetzt genau. Wir haben hier nämlich schon wieder ein Müllproblem. Demnächst. Oder habe ich das jetzt schon gebaut? Mal eben gucken. Hier ist das Feuerwehrhaus. Da ist die Grundschule. Nee, ich hatte hier unten nämlich eigentlich irgendwo noch eine Müllverbrennungsanlage gebaut. Vielleicht sehe ich das. Nein, habe ich. Doch, habe ich. Oder? Müllverbrennungsanlage. Doch, genau. Das heißt, jetzt haben wir Strom auch in Massen und der Rest, der kann so seinen Weg nehmen. Und jetzt ist die Frage, ob wir Touristen anlocken wollen. Dann müssten wir uns hier um eine U-Bahn, genau, wir müssen uns um eine U-Bahn-Station kümmern, so ein Quatsch. Um einen Bahnhof. Ich weiß es nicht so ganz genau. Zuglinie. Tja. Oh, der ist aber groß. Nee, noch nicht. Das mache ich hier nicht. Das mache ich, wenn ich eine zweite Stadt habe. Dann können die sich so ein bisschen, ja. Ja, ich habe ein Leichenproblem, glaube ich. Mann. Ein verstorbener Einwohner. Hier ist doch irgendwo der Friedhof gewesen, hier. Aufbewahrt, da ist doch noch genug Platz. Mensch. Fahrt mal ein bisschen schneller, sag ich mal so. Ah, wir brauchen langsam Gewerbegebiet. Das machen wir ja hier. Das heißt, ich mache hier mal eine weitere Gewerbezone draus. Und hier auch. Und mache jetzt da mal normales Gewerbegebiet rein. Damit ist die Nachfrage auch geschafft. Jetzt muss ich mal gucken. Polizei haben wir kein Problem. Feuerwehr haben wir immer noch so ein. Haben wir hier definitiv ein Problem, wobei ich das nicht verstehe, denn da ist doch eine. Aber wahrscheinlich, weil es Industriegebiet ist. Müssen wir uns mal überlegen. Krankenhaus. Krankenhaus sieht halbwegs gut aus. Aber könnte ebenfalls besser sein. Bildung. Wir brauchen definitiv noch eine Grundschule. Die wir einfach mal hier auf das Eck setzen werden. Mal gucken, was bringt uns. Wieso hat denn die jetzt keinen Strom? Hä? Doch, jetzt hat sie Strom. Gut, könnte jetzt eigentlich noch besser sein. Verstehe ich auch nicht. Oberschule auch überhaupt nicht gut. Habe ich hier nicht gerade eine hingebaut? Moment. Genau. Das ist ein Feuerwehrhaus. Dann bauen wir noch eine Oberschule. Die kommt hier hin.
Ja, jetzt ist auch das geschafft, wobei ich gerade mal gucken muss, habe ich vielleicht das Schulbudget heruntergedreht? Nein, habe ich nicht. Alles gut. Jetzt können die Bürger kommen. Wir haben bei 16.000 kriegen wir wieder eine tolle Wasseraufbereitungsanlage. Ich weiß noch nicht, ob wir die brauchen werden. Müssen wir mal gucken, wa? So, Industriegebiet ist eigentlich ganz gut. Hier diese Sonderdinger. Was ist das? Freundlicher Stadtpark. Das werde ich mal bauen. Da kann man dann nämlich ein medizinisches Zentrum bauen. So, ich sehe schon. Hier staut sich das auf einmal wieder. Was soll ich denn noch machen? Eine Kleeblattkreuzung, die muss hier hin, glaube ich. Also. Aber was bringt die? Naja, doch, vielleicht. Und eine Dreibahnkreuzung. Das ist ja aber eher. Sieht aus wie so ein riesen Alienschiff, was hier so. Egal. Also ein großer Kreisverkehr ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das staut sich halt hier wieder hin, weil die kommen da zurück. Ich muss das mal eben hier wegmachen. So, was haben wir hier? Gesundheitswesen. Hier in der Mitte ist aber nicht gut. Warum denn nicht? Weil die Müllhalde da ist wahrscheinlich. Nee. Ich glaube, wir müssen tatsächlich mal ein Krankenhaus bauen. Unser Gesundheitswesen ist so lala. Das heißt, als nächstes werden wir mal auf ein Krankenhaus sparen. Schade. Ich dachte, ich könnte das Geld für meine eigenen Dinge nehmen. Feuerwehr. Hier ist gut. Hier ist doch schon eine Feuerwehr. Warum zum Humbug? So, nochmal gucken. Irgendwie stimmt da was nicht. Ich glaube, das ist bei Industriegebieten wird das nicht blau. Das ist gerade mal 3%, 2% runtergegangen. Das ist ja, irritierend. Und hier sehe ich schon, kann ich mal bitte die Straße hier? Die Mülldeponie ist auch voll. Und das Kohlekraftwerk hier im reduzierten Betrieb hat nicht genug Kohle, was klar ist, weil wir hier alles Öl gemacht haben. So, die verbrennt aber ganz gut und die andere wahrscheinlich auch. Die ich jetzt wieder nicht wiederfinde. Hier. Ja, die ist auch okay. Hier sind kranke Bürger. Hier könnte mal ruhig ein bisschen mehr passieren. Ich beschleunige mal ein wenig die Zeit, um das hier so ein bisschen ausbauen zu lassen. Weil das dauert nämlich recht lange. Aber man sieht, es geht gut. Das heißt, wir kriegen jetzt hier auch deutlich mehr Flow rein. Hier allerdings, da kann ich mir gleich wieder irgendwas überlegen. Ah, Mann, ey. Ich weiß aber nicht was. Das mit den Straßen, das ist einfach vielleicht ein Bahnhof. Wie sieht's hier aus? Hier wächst und gedeiht die Stadt. Ah, wir wollten doch. Moment. Wir haben ja gesagt, Gesundheitswesen ist nicht so gut. Ach so, wir haben ja gerade mal die Hälfte an. An Geld. So, das war's. Da ist mir das. Oh, diese Straße. So. Gut, also Feuer interessiert hier keinen. Das hätte ich auch lassen können. Das ist aber auch Gesundheit. Polizei ist okay. Bildung. Ach ja, eine Uni haben wir ja gebaut. Parks. Können wir hier mal so einen kleinen hinbauen.
Dann werden die hier alle glücklich. So, und hier kommt auch nochmal ein Park hin. Und hier auch. So. Dann, hier sind immer noch krank. Wieso holt denn, wenn denn die Kranken nicht? Ach doch, da. Lädt. Der ist auch. Ah, Mann. Wir haben es zumindest gleich geschafft und haben die nächste Stufe erreicht. Und das Geld, das nähert sich auch dem Krankenhaus. Können noch mal ein bisschen Speed reinbringen in die ganze Sache. Hier wird dann wieder gebaut und gebaut und gebaut. Und ich sehe gerade, wir haben gerade noch etwas Bedarf an an dem hier. Industrie wird auch stärker, das heißt, wir können hier oben noch mal kurz das ausbauen. Außerhalb der Stadtgrenze, warum das denn? Na gut. Müssen wir hier so eine kleine Ecke reinmachen, da ist die Stadtgrenze. Weil dann können wir nämlich hier noch Industrie reinmachen. Und dann brauchen wir da natürlich auch noch Wasser. Ohne Wasser geht es nicht. So. Ich hatte am Anfang mal geplant, dass das hier unsere reichen Gegend werden soll, oder? Naja, was soll's. So ändern sich die Pläne. Oh, herzlichen Glückwunsch. Große Stadt erreicht seine Bevölkerung von 16.000 Einwohnern. Wir kriegen eine Wasseraufbereitungsanlage und ein Krematorium. Das hört sich doch ganz gut an. Also nicht, dass ich jetzt toll finde, dass ein Krematorium da ist. Aber wir brauchen das halt. 20.000 kriegen wir dann ein Solarkraftwerk. Wobei das, glaube ich, bei uns eher egal ist. So, Industriegebiet habe ich jetzt hier ausgebaut. Gewerbe wird hier unten gemacht werden. Da überlege ich gerade, wie ich das hier jetzt mache, um nicht hier noch mehr Mist reinzubauen. Weil das staut sich ja hier sowieso schon. Wenn ich jetzt hier noch eine Kreuzung reindonnere, dann weiß ich nicht, was da passiert. Hier kann auf jeden Fall eine hin. Und. Hier auch. Dann können wir nämlich hier das, das, das. So, das sollte die Nachfrage zumindest erstmal ein wenig reduzieren. Habe ich schon erwähnt, dass ich hier gerne was in die Mitte bauen würde? Ach, was mache ich denn jetzt mit dieser Straße schon wieder? Die wollen einfach alle nach da. Und dann wollen sie auch noch vor allem dahin. Aber ich krieg es nicht hin, dass sie woanders langfahren. Ich meine, wenn ich jetzt eine Brücke darüber bauen würde, was glaube ich nicht geht, oder? Hier zum Beispiel, wenn ich hier eine Brücke baue. Wie war denn das? Oh. Ach, das geht nicht, oder was? Gefälle zu steil. So weit, ich will das hier, das ist egal. Oder ich muss das hier hochziehen, sodass ich. Hä? Ach, das geht. Moment. Aber das ist eine Einbahnstraße, oder?
So. Doch, das müsste funktionieren. Und jetzt muss ich hier nur. Jetzt würde ich ja hoffen, dass die einfach hier diese Querstraße noch benutzen. Aber vielleicht tun sie das auch nicht. Ich hätte jetzt echt gehofft, die fahren darüber, aber die wollen da gar nicht hin. Mist. Es war eine Idee. Nun denn, wir haben, oh, eine Menge Geld. Das können wir gleich alles ausgeben in der nächsten Folge. Von daher sage ich, bis zum nächsten Mal bei City Skylines. Also bis morgen.